Heute geht es bei uns recht praktisch zu, denn wir wollen heute einen leckeren Käse und ein knuspriges Brot in einem Gang zaubern und das auch noch super schnell. Willkommen bei Landgemunkel. Für den Käse benötigen wir 1 Liter Milch, eine Packung saure Sahne bzw. Sauerrahm, 2 Eier und etwas Salz. An Gerätschaften wären es eine Schüssel, ein großes Sieb und solch ein gutes Stück oder so etwas in der Art. Hier gilt, umso mehr Löcher, desto besser. An der Seite, unten. Denn hier entweicht nachher die Flüssigkeit, die wir aus dem Käse drücken. Und es muss auch mächtig was aushalten, denn es muss nachher mächtig viel Druck standhalten. Zudem brauchen wir noch ein sauberes Tuch, zum Beispiel ein Küchentuch, das nur für diesen Zweck genutzt wird, oder ein Tuch aus Leinen oder aus Mull. Als gute Helfer haben sich solch eine Schöpfkelle und ein Schneebesen erwiesen. Zunächst einmal bringen wir die Milch in einem schönen großen Topf zum Kochen. Wenn die Milch anfängt zu köcheln, dann werden die Eier hineingeschlagen. Als nächstes wird die saure Sahne hinzugegeben. Und alles wird gut verrührt. Das Salz nicht vergessen, so 1 bis 2 Esslöffel dürfen schon rein. Nun noch mal richtig kräftig durchrühren und dann merkt man auch schon, dass sich da was tut. Nun köchelt die Milch so etwa 10 Minuten, wobei immer mal wieder umgerührt wird, aber nicht mehr mit dem Schneebesen. Schon nach kurzer Zeit merkt man beim Rühren, wie es ausflockt und genau so soll es auch sein. Schön weiter köcheln lassen und mit der Zeit merkt man, wie der Inhalt des Topfes unten immer dünner wird und oben immer dicker. Ich habe das große Sieb jetzt in die Schüssel gestellt und das kleine Sieb in das große Sieb und das kleine Sieb ist eben mit dem Tuch ausgekleidet. Und jetzt kann es losgehen. Nach und nach wird jetzt mit der Schöpfkelle alles, was sich oben abgesetzt hat, in das Tuch gegeben. Man kann es schon mal vorher schön abtropfen lassen. Und nun heißt es drücken, drücken, drücken. Jetzt kann man das Tuch überklappen. Man hört schon, wie die Flüssigkeit unten hinausläuft. Und dann einfach schön die Flüssigkeit aus dem Tuch und durch die Löcher drücken. So fest man kann. Da kann man ruhig richtig Gas geben. Nun ist es so, dass man die übrig gebliebene Flüssigkeit, im großen Topf ist natürlich auch noch jede Menge, dazu nutzen kann, ein leckeres Brot zu backen. Und dafür braucht man einfach nur in den Topf, so wie er ist, etwas Hefe geben. Also ich habe jetzt Hefe für 500 Gramm Mehl. Die Hefe auflösen. Nun kommt noch das Mehl mit etwas Salz hinzu und ich habe noch etwas Leinsamen bereitgestellt. Nach dem Mischen der Zutaten hat man einen super Brotteig, den man jetzt erstmal für eine Stunde abgedeckt an einem warmen Ort gehen lässt. Wenn man beim Mischen merkt, oh, ich habe zu viel Flüssigkeit, dann greift man nochmal zum Mehltopf. Und ansonsten, wenn man umgekehrt zu wenig Flüssigkeit hat, dann hat man ja immer noch einiges in dem großen Topf von der Käseherstellung zur Verfügung. Den Käse, den haben wir erstmal beiseite gestellt. Noch im Tuch, einfach so, wie er vorhin nach dem Ausdrücken war. Nun wird der Teig nochmal richtig schön durchgeknetet. Und nun ab aufs Blech und ab in den Ofen bei 200 Grad, bis es richtig schön knusprig ist. Na, das sieht doch mal nach einem leckeren Abendessen aus. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Und wenn du das nächste Mal wieder mit dabei sein willst, dann mach es dir einfach. Abonnier den Kanal, aktivier die Glocke, dann bist du immer auf dem Laufenden. Und vergiss nicht den Daumen nach oben. Bis bald.